Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 mit den Abenteuern von Lara Croft und unseren abenteuerlichen Kameramann oder unserer abenteuerlichen Kamerafrau. Wir wissen es ja wie gesagt immer noch nicht, vielleicht finden wir das ja irgendwann heraus, aber wahrscheinlich nicht in diesem Leben. Ich wollte jetzt eigentlich schon, oder ich habe eigentlich schon die 14.1. Folge aufgenommen, tja, aber ich hing irgendwie an einer Stelle, wo ich gar nicht mehr weiterkam, weil ich mit dem Kanu irgendwie so abseits gefahren bin, dass irgendwie ich kein Zurück mehr hatte. Nein, gehst du weg. Nicht hängen bleiben und nein, das mache ich nochmal. Das mache ich ganz einfach nochmal. Also, so, wir haben da oben das erste Vieh. Naja, dich oder euch kennen wir ja schon. So, erstmal das erste Vieh hier erledigt. So sieht's gut aus. Und dann kommt doch gleich das zweite irgendwo her. Na? Irgendwo musst du doch sein, liebes Getier. Du wolltest doch irgendwo herkommen. Das habt ihr doch auch gerade gesehen, dass das von irgendwo herkommt. Ach ja, von dort. Erstmal schnell weg. Schnell weg, bevor es mich kriegt. Und bevor es mich vergiften kann. Okay, das war knapp, aber das war gekonnt. Irgendwie. Ja. Und was ich irgendwie auch komisch finde, was mir aufgefallen ist, also entweder ist YouTube gerade verbuggt. Ich meine, das kommt ja nur nicht selten vor, dass das passiert. Und läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Naja, irgendwie sind entweder 100 Leute abgewandert. Also haben wir den Rücken bei Tomb Raider zugekehrt. Oder keine Ahnung. Mein 13.1. Part hatte über 100 Aufrufe. Also 103 oder sowas. Und der 13.2. hatte plötzlich nur noch 3 Aufrufe. Da ist doch irgendwas faul. Das geht doch gar nicht. Das geht schon rein rechnerisch so gar nicht. Ja, ihr seht schon, dass ich hier einige Male schon abgespeichert hatte. Aber, naja gut, so sei es drum. Das überschreiben wir jetzt ganz einfach und dann sieht es so aus, als wäre nichts passiert. Naja, und das wollte ich euch nicht antun, dass ich da, naja, so stundenlang rumrätseln muss. Und irgendwie hatte ich da mal einen Blick ins Lösungsbuch gewagt und der hatte mir irgendwie einen ganz anderen Weg gezeigt. Also zumindest nichts mit einem Kanu oder so. Zumindest noch nicht. Da bin ich erstmal wo ganz anders. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich trotzdem hier rüber muss. Oh, und zwar so. Und dann kann ich mich erstmal nach rechts und dann wahlweise nach links hangeln. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Und diese Fluten hier, die sind natürlich tödlich, das versteht sich. Also, die reißen einen nicht nur mit, sondern sie töten einen einfach. So hinreißend sind die wahrscheinlich. Deswegen lohnt es sich nicht, dort einen Abstecher hineinzumachen. Aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Mit ihrem Gluteus Maximus im Hintergrund. In Schwarz-Weiß. So. Und dann, ihr seht's, so hinreißend ist das, dass sie gleich stirbt. Sofort. Ohne Kompromisse. Ohne Ausnahme. Einfach so. Damit sie den Spieler einfach mal ärgern. Okay. Das war eine sehr komische Aktion. Die muss man nicht nachvollziehen können. Aber ich weiß, dass man auch so hier hin kann. So zum Beispiel. Dann mal hier hinüber. Und einfach mal schräg rüber. So zum Beispiel. War zwar gewagt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und deswegen dachte ich, ach komm, machen wir doch einfach mal so. Dann sollte es hier mal wieder rüber gehen. Und diese Schalter sind nicht dafür da, um diese Brücke zu aktivieren oder runterzulassen. Nein, es dient einfach dazu. Moment, jetzt muss ich nur mal überlegen. Ach ja, doch. Hier ranhängen, genau, und dann komme ich da auch wieder rüber. Zuvor nochmal das Spiel abgesichert, denn wir wissen ja, wie das bei Tomb Raider Spielen so ist. Ich fand das nur lustig, vorhin habe ich mal einen Kommentar bei meinem Tomb Raider 2 Let's Play gesehen. Da meinte einer, ich sollte doch mal die stärkeren Waffen nehmen. Naja, ich weiß nicht.
Ich bin halt so ein Tomb Raider-Spieler, der versucht, das meiste mit den Pistolen zu machen. Ja, ist natürlich sinnlos, die Munition zu sparen, aber ich weiß nicht, das ist so meine Spielart. Irgendwie, die Pistolen, die sind halt für mich der Inbegriff von Lara Croft. Und dazu noch in den Filmen, wo sie mit ihren beiden Patzer-Knanks rumballert. Ja, ich habe jetzt einfach nur mal KN und P ver also verwechselt, vertauscht, besser gesagt. Damit ich nicht immer Knatterpanks sage. Stimmt's, Kätzchen? Ich weiß, dass du den Part gucken wirst, deswegen kann ich dich ja direkt ansprechen. Schade nur, dass mich keiner direkt ansprechen kann, wo ich weiterkomme. Das wäre natürlich auch witzig, aber dafür müsste ich streamen. Und das bei meiner Leitung, naja, mit 1 Mbit Upload, da kommt nicht wirklich eine Qualität zustande. Glaubt mir. Und Bauklötzchen stauen kann man woanders. Deswegen, nee, Stream wäre jetzt mit einer 50.000er Leitung, wenn ich da vielleicht ab 4 Mbit Upload was hätte, da könnte man mal drüber nachdenken, aber so wird das wohl nix. Irgendwie muss ich auch darüber kommen, vermute ich, aber wie tue ich das? Irgendein, ach so, natürlich, ist so leicht zu übersehen. Aber man kann sich hier ranhangeln. Das ist sozusagen eine Tapete, die die Eigenschaft hat, dass du dich da ja, ranhangeln kannst. Das ist eine Raufasertapete, die ist so rau, dass man einfach nur mit der bloßen Berührung des Fingers, nein, keinen wunden Finger hat, sondern die Reibung ist so groß, dass man einfach nicht runterfallen kann. Das ist die physikalisch korrekte Erklärung dafür. So, jetzt habt ihr auch wieder was dazugelernt. Und ich werde jetzt einfach mal hier lang gehen, denn hier geht komischerweise auch das Lösungsbuch lang. Und wo ich vorhin gelandet bin, das wollt ihr euch nicht ausmalen. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal sexy seitlich gehen. Ach so, Moment, ich kann wahrscheinlich da auf diese freie Schräge rüber. Auf dieses Dreieck. Das müsste sogar ein gleichschenkliges sein. Und dazu noch ein rechtwinkliges. Na, hier haben wir ja ein paar Sachverhalte. Es ist ja unglaublich. Aber ich denke mal, dass es nicht falsch war, hier rüber zu klettern. Und deswegen jetzt erstmal hier entlang. Und hier hineingesprungen oder so. Okay, Höhle bedeutet meistens Gefahr. Das wissen wir nicht nur aus Tomb Raider, sondern aus anderen Spielen. Okay, ja. Also, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal diese Aufrufe erwähnt, was mich halt wundert. Also, wie gesagt, von 103 auf 3 zurück ist ein bisschen strange, aber ich mache es ja nicht zwingend, also wegen der Aufrufe, nee, aber es ist halt einfach nur verwunderlich. Also, bei Pokémon war das zum Beispiel auch so ein komisches Phänomen, da es von 33 Zuschauern das auf 11 runterging. Irgendwie schon ganz komisch, aber naja, gut, kann man halt nichts machen. Ich hätte nur gern gewusst, woran es liegt, eventuell. Oder was mich ja mal interessiert ist, ich mache ja schon seit geraumer Zeit so eine Vorschau. Das mache ich bei Alice, Madness Returns und hier bei Tomb Raider 3. Dass ich sozusagen eine 20-sekündige Vorschau auf den nächsten Part gebe. Also so eine Schlüsselszene, wo ich denke, die kann man zeigen. Die zeige ich dann auch halt einfach. Also unterlegt mit Laras Theme. Und ja, wie kommt das bei euch eigentlich an? Also, findet ihr das toll, schlecht, mittelmäßig? Wäre ja auch mal interessant zu erfahren. Ja, Lara, kannst du jetzt hieran sterben oder nicht? Okay, sie kann sterben, alles klar. Da muss ich wohl doch schräg hineinrutschen. Da war jetzt die ganze Klettermühe umsonst. Naja, schön, aber wenigstens auch eine Erkenntnis. Ups. So. Dann hieran festgehalten. Ja, ein bisschen Kollateralschaden entsteht immer. Und jetzt einfach nur gehen. Pistolen bereithalten. Hier hinunter in die Schwärze. Wieder die Pistolen zücken.
fröhlich sein, dass hier noch kein Gegner ist. Noch nicht. Das kann sich jeden Moment ändern. Und gucken, was hier ist. Hier ist einfach nur eine Nische, durch die wir hindurch gucken können. Und einen Wohlfühlkristall erspähen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Für später. Ja, das ist erstmal eine lustige Treppe. Gehst du weg? Ach so, ist er schon tot? Naja, egal. Trotzdem, das waren Sicherheitskugeln, um wirklich sicher zu gehen, dass das Gegnerlein das Zeitliche gesegnet hat. Ach ja, hier haben wir auch noch einen Schalter, okay. Dann werden wir hier nochmal das Spiel absichern. Hinunter mit dir, Lara. Irgendwie finde ich das gerade aber viel entspannender als London. Ah, okay. Da hat sich jetzt diese Tür geöffnet. Alles klar, Herr Kommissar. Dann können wir ja wieder zurück. Also etwas weiter nach oben zurück. Ne, hier war nichts, außer ihr seichter Gluteus Maximus, den es hier zu bestaunen gab. Ne, hier können wir weiterhin nicht hin. Weiterhin nicht hin. Was für ein Deutsch. Oh. Ach so, natürlich. Waffen erstmal einstecken. Mann, hast du einen Mundgeruch, weißt du das? Ja, klettere ruhig weiter, das ist kein Problem. Also, ich habe Zeit. Na gut, dann sollten wir doch mal ein Medipack verwenden. Wir haben ja genügend. Dank meines Geizes konnte ich ja ein paar ansparen. Ja, das habe ich hier vorhin schon mal alles gesehen. Allerdings aus Sicht des Kanus und ich kam mir dann irgendwann nicht weiter. Deswegen Spiel nochmal abgespeichert. Zum fast 670. Mal, wohlgemerkt. Pistolen zücken. Einfach nur die Pistolen zücken. Da ist man zumindest vorgewarnt, dass hier irgendwann mal was kommen könnte. Oder wenn was kommt, dass man es ausführlich sieht. Okay. Wohlfühlkristall. Deswegen werden wir uns mal darüber begeben und gucken, wo es denn jetzt weitergehen soll. Also ich bin jetzt hier drauf und das bringt mir jetzt was? Scheinbar gar nichts, oder? Also da runterzufallen wäre blanker Selbstmord. Also sanker Blebstmord oder so. Dann muss es ja hier drüben irgendwo weitergehen. Obwohl ich jetzt nicht gerade den Durchblick habe, ob das hier wirklich weitergeht. Nee. Moment. Also da ist nichts. Da ist auch nichts. Da muss ich... Moment, da bin ich jetzt irgendwie echt überfragt. Hä, wo ist denn jetzt hier was? Achso, jetzt wollte ich die Maus nehmen. Springen. Ja, natürlich, springen. Das ist ja auch so sinnvoll. Ich sehe hier aber nichts, wo ich weiter könnte. Aber jetzt nur diesen Weg hier. Nee, warte mal. War das jetzt echt nur wegen dieses Kristalls? Moment, da bin ich jetzt ehrlich gesagt wirklich mal überfragt. Okay, okay. Es war wahrscheinlich echt nur deswegen. Aber kein Problem, deswegen sehe ich jetzt den Rückweg nicht mehr. Ach doch, da drüben. Also hier wieder lang. Oh. Und schön gesprungen. Hm. Erst springen, dann schießen. Ah, du kannst ruhig weiter im Kreis laufen. Da machen wir hier noch eine Sprungparade draus. Ja. Lauf weiter und weg bist du. Zumindest eine Gefahr gebannt. Was auch wieder schön ist. So, die Hälfte des Parts ist ungefähr rum. Das kann ich so zumindest sagen. Weil ich diesmal nicht vergessen habe zu stoppen. Ach so, ja, jetzt müsste man natürlich wieder aufpassen. Hier hat uns ja das Vieh mit seinem Mundgeruch erwartet. Auch nicht nett und uns
uns einfach so anzuhauchen, aber dass dieser natürlich toxisch ist, das sollte klar sein. Und jetzt heißt es hier wieder ganz schön geschmeidig entlang klettern, um die Tür, die ja oben geöffnet wurde. Ja, bisschen Schaden ist ja nicht schlimm. Im Gegensatz zu meinem Schaden, den ich habe, aber ansonsten könnte man ja Tomb Raider 3 nicht überleben. Ach ja, Kameramann oder Kamerafrau, du wirst auf ewig irgendwie in Erinnerung bleiben als Person, die Lara irgendwie in jeglicher Lage begutachtet. Um es mal so zu sagen. Irgendwie so in jeglicher Hinsicht. Naja gut, dann hier mal ein bisschen Hill Climbing oder Wall Climbing, wie auch immer. Und dann sind wir wieder hier oben angelangt und zur Rechten sehen wir schon, dass wir dort endlich eine offene Tür haben. Aber hatten wir ja vorhin schon gesehen. Deswegen kann ich jetzt einfach mal abspeichern, obwohl mir die Korrelation zwischen beiden Sätzen jetzt noch nicht so ganz klar wird, aber wenn ich Tomb Raider spiele, wird mir so einiges manchmal nicht klar. Ins Wasser ist nicht empfohlen, da reinzuspringen, sondern, man kann es wohl sehen, irgendwie dort hinein. Ach so, sie hält sich hier natürlich auch fest, sehr schön. Dann stolzieren wir mal hinein. Ja, Secret und so. Und ein Gegner. Der darf erstmal die Kugeln der Knatterpengst schmecken. Na, komm. Sehr schön. Also, du bist Geschichte. Dann schauen wir mal weiter. Es sieht alles so gleich aus. Es sieht alles wirklich so gleich aus. So, Spiel gespeichert. Okay, wahrscheinlich muss ich aber irgendwie da runter. Oder... Nee, muss ich nicht. Zumindest kann ich mich hier erstmal ranhangeln, aber wo mich das hinbringt, sei die nächste Frage. Und eigentlich sollte ich mir mal die Frage stellen, ob es da unten vielleicht noch was gibt. Also ob ich da noch was holen kann. Und deswegen erstmal einen Blick nach unten getätigt. Wenn Kameramann oder Frau mal einfach gekonnt zur Seite gehen würde... Obwohl, zur Seite ginge. Da unten gibt es was. Deswegen doch nochmal runter. Und zwar Munition. MP5 oder sowas. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier wieder raufkomme. Aber ich denke mal, dass ich hier jetzt ganz einfach wieder raufklettern kann. Schön die Rollentaste drücken. Und dann ist es hier auch kein Problem. Hier noch lang. Hast du irgendwas fallen gelassen? Nein, natürlich nicht. Wildtiere lassen wohl in Tomb Raider nichts fallen. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das könnte wohl sehr wahrscheinlich sein, dass dem so ist. Also dann, wieder hier hingestellt. Bitte rangekrallt. Lara. Lara, das hat vorhin ganz gut geklappt. Deswegen müssen wir das Spiel nochmal laden wegen dir. So. Haben wir jetzt diesen Bösewicht schon besiegt? Ja, haben wir. Also, runter mit dir. Naja, also diesen Verlust, den... Nö, den können wir laden. Jetzt bin ich mal wieder geizig. So. Das war das, was wir hier unten noch auffinden konnten. Ich denke mal nichts weiter. Deswegen erstmal schön gegen die Wand. Dann hier munter herum. Hier hinaufgesprungen. Wildtier können wir eh über... Ja. Einfach so auslassen. So. Und dann hier hin. Okay, dann ein grelles Bild aufgrund der Helligkeit. Also, Spiel gespeichert. So, Lara. Jetzt geht's doch. Warum ging es vorhin nicht so? Anscheinend standst du da zu schräg. Um 0,001 Grad oder sowas. Deswegen ging das natürlich nicht. Ist ja klar. Irgendwo müssen ja mal Grenzen gesetzt werden. Core Design setzt da erstaunlicherweise ganz komische Grenzen, aber naja, wen wundert es in diesem Spiel? Also, Spiel abgespeichert. Das sieht heiß dort unten aus. Deswegen ist es wohl besser, dort nicht zu landen. Dort im Wasser scheint uns auch nicht zu erwarten. Hier erstmal ein Wohlfühlkristall. Das ist doch ein Troll.
Das ist doch ein Troll. Ganz einfach. Wer hat denn sich jetzt diesen Troll hier ausgedacht? Und wo habe ich abgespeichert? Zum Glück hier. Ach, vergesst es. Das ist doch eine Trollangelegenheit hier. Trolle in der, warte, Muduba-Schlucht oder so. Ja, oder sowas ähnliches. Moment, doch. Muduba-Schlucht. Und hier kriege ich Nachrichten. Oh. Okay. Jetzt aber hier ran festhalten. Komm. Ach, sehr schön. So, jetzt muss ich mal überlegen. Hä? Das muss jetzt keiner nachvollziehen, oder? Nee, da muss ich mir jetzt was anderes ausdenken. Spiel laden. So, mal ganz kurz. Nee, unwichtig. Okay. Werde ich mir nachher durchlesen. Also, wo kann ich denn dann hier lang? Da muss ich doch irgendwo da. Oh, Moment. Da habe ich doch was erblickt. Da habe ich doch ein fieses Tierchen erblickt. Ach komm, erstmal hier ins Wasser. Das hilft ja gerade eh nichts. Hier kann ich wahrscheinlich eh nicht rauf. Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Ja, du mit deinem Atem hast mich zum Glück nicht. Ach doch. Ach komm. Geh doch sterben. Liebes Vieh, geh einfach sterben. Und wieso komme ich jetzt hier nicht rauf? Warum nicht? Warum, lieber Entwickler, tut ihr mir das an? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Da verfalle ich doch hier total in Panik. Und man kann sich auch nicht reinwaschen. Okay. Man kann sich nur rauswaschen oder so. Lara. 0,01. Hä? Was ist denn jetzt los? Also, irgendwie hatte meine Steuerung gerade blöde Aussätze. So, und wie machen wir das jetzt? Ich schlag vor und ins Wasser. So, kann jetzt das Wasser wieder aktiviert werden? Das Feuer, ja oder nein? Das ist die nächste Frage, die sich mir stellt. In dieser Episode, in dieser Folge, ach, wie auch immer. Und entschuldigt dieses Hä. Ja, ich weiß, das ist blöder. Das klingt blöd und ja, sollte man auch tunlichst vermeiden. Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Liebe Entwickler, was habt ihr euch denn jetzt dabei gedacht? Gespeichert erstmal. Aber ich fange doch immer wieder an zu brennen. Was bringt mir das also da? Was bringt mir das? Ach so. Nee, ich komme ja nicht mal darauf. Also von daher muss es ja irgendeinen Weg geben, darüber zu kommen. Also was bringt mir das jetzt, liebe Entwickler? Was soll das für eine Stelle sein? Wenn ich hier runterfalle, ich komme doch nur da wieder rauf. Deswegen, ja, Spiel laden. Und zwar doch diese Stelle hier. Da stand ich nämlich hier oben. Gibt es da keinen Schalter für? Echt nicht? Oder kann ich mich hier irgendwie ranhängen? Nee. Das wäre jetzt mein letzter Ausweg gewesen, um dem zu entgehen, aber das geht ja auch nicht. Okay. Um Ecken hangeln geht natürlich noch nicht. Ach so. Jetzt brenne ich natürlich noch nicht, sondern verliere nur Leben. Okay. Was ist denn das für eine Stelle, bitte, liebe Entwickler? Könnt ihr mir das erklären? Ja, Lara, Totenstarre nach einer Sekunde. Ist klar, ne? Aber ja, die setzt halt bei manchen ziemlich schnell ein. Okay. Bringt nichts, wir müssen irgendwie da rüberkommen. Okay, man kann es natürlich auch einfach machen.
mit einem schönen Anlauf darüber, dann haben sich die Sorgen erledigt. So, dann können wir jetzt diesen Stand hier überspeichern. Und weiter kann es gehen. So, dann hier hinüber. Das Vieh da unten kann mir gestohlen bleiben, aber irgendwie doch nicht. So. Okay, das lassen wir. Das lassen wir ganz einfach. Also Spiel geladen und wir ignorieren das Tier. Wir müssen unsere Kill-Statistik nicht unbedingt aufbessern. Nein, müssen wir ganz und gar nicht. Aber wir müssen das Spiel schon wieder laden. Deswegen Spiel nochmal geladen. Irgendwie sind die leichten Stellen mir heute nicht so einleuchtend, komischerweise. Naja. So, dann rüber. Ich kann es aber nicht da stehen lassen, dieses Tier. Aber gut, wir wissen ja eh, dass Lara am Aussterben vieler Tierarten schuld ist. Deswegen tut diese Art auch nicht zur Sache. So. Damit sei es getan. Nochmal schnell abgespeichert, bevor ich da oben ankomme. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Einen Gang nach rechts. Ein Medipack nach links. Und deswegen wollen wir das mal schnell einsammeln und uns dann noch in die Rutschpartie wagen. Das war jetzt eher Glück als Verstand, dass ich hier heil durchgekommen bin. Okay, dann nochmal Spiel speichern. Das war jetzt wieder Pech. Also, Load Game. Das muss doch irgendwie klappen, ohne Vergiftung da durchzukommen. Ja, wenn gerade einer geflogen kommt, kann ja kein zweiter fliegen. Und da wir diese Stelle auch schon wieder geschafft haben, dürfen wir nochmal das Spiel speichern. Und mal gucken, wo wir jetzt sind. Wir sind auf jeden Fall weiter unten. Okay. Also ich meine, hier ist der Sparkurs nicht so schlimm. In der Landespolitik des Landes Sachsen-Anhalts ist die Sparpolitik für Kultur hingegen schon schlimm. Aber gut, da sitzen ja eh nur Knallerbsen, also die das beschließen wollen. Und deswegen, ja, da ist es mit deren Hirn dann auch nicht so. Aber kann man leider nichts machen. Und so ist das nun mal, ne? Ach so, das sind sogar solche aggressiven Viecher. Also es ist ja überall tödlich, hier runterzufallen. Ach, verdammt. Spielladen. Mann, 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 dieses Spiel. Das bringt mich noch vor Verzweiflung, genau. Zur Verzweiflung oder so ähnlich. Das mit der Aussprache ist heute aber auch wieder schwierig. Da kann ich doch irgendwo auch noch lang. Ja gut, lassen wir den einfach mal links liegen. Haha, versteht ihr? Links liegen lassen. Und es stimmt ja sogar. Gut, jetzt lass mal ihn unter mir liegen. Diesen Kristall. Und wo kommen wir jetzt hin, ist die nächste Frage. Weiter hinauf. Weit hinauf. Und nu? Jetzt hänge ich hier oben. Wie komme ich denn hier noch hin? Ach so, hier kann ich einfach so stehen bleiben. Das ist sehr schön. Wieder sexy seitlich gegangen. Und dann gucken wir mal. Spiel gespeichert. Und dann hier munter drunter durch. Ah, Mensch, heute packe ich auch wieder die Reime aus. Das gibt's ja mal gar nicht. Okay. Dann müssen wir noch dort hinüber. Das schaffe ich jetzt noch. Ja. Eine knappe Minute bleibt mir noch. Deswegen mache ich das noch ganz schnell. Ja, da unten war ich mal. Also, da. Nee, war ich gar nicht. Ach, egal. Aber ich war mal weiter vorne im Level. Und da kommen gleich wieder die aggressiven Fischlis. Deswegen werde ich hier diesen Spielstand wieder laden. So in etwa. Und diesmal Anlauf holen. Und natürlich vorbeispringen. Und ja, da war ja schon wieder dieser hinreißende Fluss an Wasser. Oder dieses hinreißende Wasser einfach. Okay, dann richten wir die Kamera einfach aus. So. Das sollte jetzt aber idiotensicher sein. Okay, sehr schön. Ja, dann können wir jetzt auch hier getrost hinaufklettern. In der Hoffnung, dass wir
auch weiterkommen. Sieht aber gut aus. Und mit dieser Aussicht werde ich sagen, dass dieser Part hier ein Ende findet und hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn ihr den letzten Part noch nicht gesehen habt, ja, da passiert auch so ein bisschen Lustiges und eine kleine Anekdote. Und der 13.2. Part, der war auch sehr interessant. Also, wie gesagt, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass euch auch der Part gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3 mit den Abenteuern der Lara Croft und unserer Gelüste. Also bis dahin, euer verrückter The Friend Scene.